Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu der Folge. Es ist mal wieder Sonntag, es ist mal wieder soweit. Die üblichen Verdächtigen sind dabei. Sascha hat es heute leider nicht geschafft. Der hat leider ein Date mit seiner Oma oder mit Uwes Mom. Wir sind uns noch nicht ganz sicher. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Könnte alles möglich sein. Ich bin aktuell mit Carsten wieder auf 0-0. Ich sehe uns aber gleich in den Wetten. Dementsprechend, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt die Folgen von den anderen aus. Alles in der Beschreibung verlinkt. Let's go. Jungs, ihr meintet gerade, ihr habt eine Baba-Wette für mich. Aber ihr sagt es mir erst in der Aufnahme. Ja, okay. Der Boxset, man kennt ihn. Und zwar, Kevin, du musst jetzt deine komplette Aufnahme, weil du jetzt wieder in meiner Aufnahme rumgenervt hast mit Englisch und dass du nur Deutsch redest, für mich. Du darfst jetzt in der Aufnahme, also deine vier Runden, kein englisches Wort oder Anglizismen oder wie die Dinger heißen, droppen. Oder du musst uns allen eine 5er Subbomb raushauen. Wie die Dinger heißen. Okay, was kriege ich, wenn ich es schaffe? Dann droppt ihr mir alle eine 5er Subbomb. Ja, okay, ja, okay. Ja, ich muss ja auch irgendwas bekommen dadurch. Schaffst du eh nicht, Digga. Und gleichzeitig wetten wir noch. Ja, okay, Deal. Ich ja, nicht. Ja, moin. Sein, jetzt schon verkackt. Oh shit. Oh nö. Oh nö, Digga. Ich bin morgen live, Digga. Wird direkt ausgecashed. Ich scheiß drauf, Digga. Geil, kein Bock, Digga. Geil, Junge. Geil, Digga. Sowas hab ich noch nicht erlebt. Oh, Mann, Alter. Klassiker. Danny mit dem Five-Head, Digga. Oh, mein Gott. Kevin, neue Chance? Neue Runde? Nee, auf keinen Fall, Bro. Hier, Carsten, lass dir schmecken. Ja, willst du noch wetten eigentlich? Um 30 oder so? Um 30. Okay. Kannst du das schon? Habt ihr Zahlen in der Schule schon gehabt, Carsten, oder? Ey, ohne Scheiß, Kevin, mit deinem Namen wäre ich nicht immer so frech, Digga. Du brauchst mal richtig einen auf die Schnauze, Alter. Dieses Stil hat mich so abgeholt, ne? Geil. Was hat dich abgeholt? Das Stil. Ja, ja. Ach, Scheiße. Jetzt würden böse Zungen behaupten, das war Stage so. Nein, ich schwöre, man, das sagen Leute immer, Digga. Ich rede einfach, ich habe das so in meinem Kopf drin. Es ist halt auch letztens, ich glaube, mein letztes Kommentar auf meine letzte Mario Kart Folge ist: Carsten hat recht, lernt mal Deutsch. Okay. Das kam an die Zuschauer. Das war halt so der Real Shit. Das war so der Real Shit, so schön. Ach, Digga. Junge, Solution geil gefahren, Digga, Klassiker. Es ist doch dir schon mal passiert in irgendeiner Hugo-Folge oder so war das drin. Oh mein das Gott, das ist ja easy, Kassen. Hast du dann gesagt. Das ja, stimmt. Da war es auch direkt RIP. Oh, Digga. Carsten beiseite. Oh! Digga, echt geil. Ich weiß nicht, es ist so crazy in meinem Kopf drin, einfach diese englischen Wörter zu benutzen. Alle reden so in meinem Freundeskreis. Oh, immer interessant, so eine Folge. Ein Tag mit Papa Platte und überall wird nur Englisch, so halb Englisch so. Ja, so schlimm ist es auch nicht, also glaube ich, aber... Ja, das ist schon böse. Oder? Aber ihr seid auch alle ein bisschen älter, oder? Carsten, wie alt bist du? Du alte Sau? Oh, was soll Alter, das hier, verpisst Mann? Euch mal! Jetzt lässig! Verpiss dich! Juhu! Her mit dem Mann! Ich hab den Bordstein mitgenommen, Digga. Ich hab den Bordstein. Och, Digga, was hat die überhaupt gemacht? Kevin ist so im Minus, die Folge! Juhu! Hey, wieso ist denn der scheiß Bot Erster? Hä, was? Bro, Scheiger Erster, chillig. Kennt ihr noch früher bei Mario DS, Digga, auf Klassenfahrt? Wenn man so... sorry, ich hab vergessen, dass ihr alle sehr alt seid. Sorry. Hey, Mario DS kann ich auch. Ich bin dafür, dass wir Kevin droppen, Digga. Der ist immer so frech, Alter. Ja, aber so auf Klassenfahrt immer, man hat so Mario Kart gespielt mit den Klassenatzen und dann hatte man aber nie Mario Kart und dann musste man immer Shy Guy zocken, so auf Download-Basis früher. Kennt ihr das noch? Okay, ja, okay, ich verstehe. Nee, kenn ich nicht, Bruder. Ja, okay, aber seid alle reich gewesen als Kind. Kevin, wie alt bist du? Ich bin 25 gerade. Wie alt bist du? Aber nicht echt, 25, Digga, im Ernst jetzt? Ja, wirklich wie jünger, ja, oder? Also manchmal kommt es mir schon wie 16 vor. Ja, voll. Na, ich hab echt gedacht, bisschen älter so, aber 25. Oh krass, du hättest gedacht älter? Mhm. Aber heftig, okay, nee, ich bin 25. Also Kevin, der Jüngste hier, da komme ich, dann ist Mickey, dann ja Carsten. Wie alt bist du, Solution? 27. Und dann der Oberälteste, Uwe. Ja, ich bin 35. Uwe? 35 schon, aber Uwe ist halt auch noch so richtig fresh, knackig unterwegs. Ja, aber der macht doch Sport seit den letzten 15 Jahren. Ja, danke, Digga. Eher 50 Jahre, Digga. Uwe, wann hast du mit Sport angefangen? In welchem Alter so? Mit 1. Ja, schon ganz. Mit 1. Auch lässig, Digga, im Krankenhaus. Ja. Also das erste war so Fußball halt so, was macht jeder halt so, ne? Mann! Mit 10, da war ich im Tischtennisverein und dann ging Kampfsport los.
Genau, also krass. Kevin, nochmal um 30 oder was? Bruder, er zieht an mir vorbei, macht Wette, Digga. Ja, okay, sorry, Carsten. Oh, das ist. Ich war auch mal im Verein. Ah, geil, wie lange? Zwei Wochen, Digga. In was für ein Verein warst du, Solution? Tischtennisverein. Geil. Aber ich spiele echt. Ich habe relativ oft gespielt, auch so. Ja, bei meinem Opa damals, einmal die Woche. Ja. Mein Vater, der war damals auch echt gut in Deutschland. Mein Vater so, der war echt gut, als er jung war. Also okay. Kann ich schon. Ich hab Amar gefickt mit gebrochenem Finger. Ach so, mit okay. Und Tischtennis habt ihr danach auch noch eine Runde gezockt, oder? Ganz genau, danach war noch Tischtennis. Ey, ich finde, Tischtennis ist krass underrated, in my opinion. Ich finde das Spaß, das ist so ein geiler Sport. Also für Carsten nochmal, das ist unterbewertet in meiner Meinung. Oh, Heaven, Digga, ohne Scheiß. Deine Eltern sind Geschwister gewesen, ich bin mir ziemlich sicher, Alter. Hab ich noch nicht rausgefunden, aber könnte sein, ja. Das nimmst du zurück, nein, Digga. Spaß. Ja, ich habe auch eine Tischtennisplatte aufgebaut bei mir im Büro, im Office. Aber seid ihr so ein, so ein hippes Startup, was so eine Tischtennisplatte hat? Habt ihr auch so einen kleinen Kickertisch und so? Einen auf dem? Ey, Kevin, nee, Tischtennisplatte. Tischtennisplatte und eigenes Fitnessstudio haben wir. Boah, geil. Und ja, da ziehe ich immer alle Mitarbeiter ab. Ich bin der Beste. Ja, oh, wenn ich mal vorbeikomme. Ja, die lassen einfach den Chef gewinnen. Wollte ich auch gerade sagen. Nein. Die haben Angst, dich nicht gewinnen. Die haben Angst vor der Kündigung, Bro. Nein. Ich bin wirklich gar nicht mal so schlecht, wirklich. Und dann haben wir einen Pro, aber der ist außerhalb von uns. Der ist nicht bei mir im Office. Der wohnt in Köln in der Nähe. Der trainiert richtig, also er spielt richtig für so Bundesliga und so. Er ist auch schon krass. Mit Timo Boll trainiert und so. Der hier, der deutsche, mehrfache, was weiß ich was, Meister da. Und der ist richtig, da habe ich keine Chance. Also der ist technisch so weit und krank. Ja. Carsten, hast du mal irgendeine Sportart gemacht? Ja, Bruder. Ja, Retalk, pass auf. Meine Eltern haben beide Leichtathletik gemacht in ihrer Jugend. Oh, geil, übelst nice, meine Mama auch. Also ich habe schon immer viel gezockt und meine Noten haben gestimmt. Die haben halt gesagt, okay, ich kann so viel zocken, wie ich will, wenn ich eine Sportart mache. Ey, das war genauso bei mir auch. Ja, das hattest du erzählt. Solange die Noten stimmen und ich eine Sportart mache und ab und zu mal die Sonne sehe, also mit Freunden was mache und so, kann ich zocken, so viel ich will. Ja. Das war der Deal. Und da habe ich alles Mögliche durchprobiert. Basketball, Fußball, Leichtathletik auch. Bist du bei irgendwas so stuck gewesen? Bist du bei irgendwas hängen geblieben? Pass auf. Schach also hängen geblieben bist du aber halt, also sprich. Ja, bei Schwimmen dann. Das hat mir am besten. Ey, also ich finde Schwimmen ultra geil. Ich gehe voll gerne schwimmen. Das war halt, das ist halt für den ganzen Körper gut. Ja, aber hast du so auf Competition-Basis gemacht? Also ja, auf Wettkampf? Also, ja, ich habe daraufhin trainiert. Ich habe mich halt sehr, sehr gut mit meiner Gruppe verstanden. Und das habe ich schon mal im Stream erzählt. Und mir war aber dieses Kompetitive gar nicht wichtig, sondern ich wollte halt einfach quasi diese Pflicht erfüllen gegenüber meinen Eltern, dass ich in Ruhe zocken kann. Und da habe ich dann halt diese 2-3 Stunden die Woche abgerissen. Und dann bin ich aber zu gut geworden. Da hat der Trainer gesagt, ihr bananenwerfenden Fickfotzen! das hat der Trainer gesagt, okay. Ja, genau. Dann hat der Trainer gesagt, ich bin mittlerweile zu gut für die Gruppe. Er steckt mich in eine andere Gruppe. Und die hat halt 1,5 Stunden später trainiert und dann konnte ich das nicht mehr verbinden, dass ich direkt nach der Schule zu dem Verein fahren konnte. Scheiße. Und ich wollte das nicht, ich habe ihm das klipp und klar gesagt, er hat es aber trotzdem gemacht. Und dann, ja, bin ich nie wieder hingegangen, Digga, weil ich mich verarscht gefühlt habe. Du hast komplett aufgehört. Ja, ich habe mich halt einfach sehr, sehr gut mit meiner Gruppe verstanden. Und in der anderen Gruppe, das waren halt irgendwie so Kevins, ne? Die hey, alle Jim Englisch geredet haben und so. Ja, und alle gut waren und so. Ey, ich muss aber wirklich sagen, die waren einfach älter und so abgehoben, so nur weil sie ein bisschen besser waren. Also es hat dann nicht mehr getaugt und ja, da war der Fun weg und dann bin ich einfach nicht mehr hingegangen. Ey, eine Blau ist so ungerecht gerade. Ah, okay, habe ich aber eigentlich ganz gut geditcht noch. Nice. Das war die Story, Digga. Geditcht, ja. Hey, nochmal live. Ja, geil. Also ich würde tatsächlich, auch drauf bestehen, dass meine Kinder das irgendwann machen. Eine ja, Sportart, voll. Weil also sie halt lernen, Mannschaftsgeist unter. Ey, ihr Blitze schmeißt einen Fickbots! Würdest du sagen, du hast es gelernt vom Ding her? Teamgeist? Ja, denke ich schon. Okay. Auch dass man halt so in Anführungszeichen Pflichten hat, Zeiten einhalten. Oder den so. Inneren Schwein nochmal überwinden. Zeiten einhalten, da man möchte ich mal. Kann, aber dann doch Gas gibt. Apropos Zeiten einhalten, da möchte ich mal kurz Micky fragen, was hast du für Sportarten gemacht? Ja, sag ich einmal. Also, ich war so, wo ich 12, 13 war, habe ich Fußball angefangen. Mhm. Stand auch nur im Tor. Also, ihr müsst euch einfach so einen leicht dicken, rothaarigen Jungen vorstellen. Der einfach wie bei den Kickers. Wie bei den Kickers? Wie der Sascha bei den Kickers. Ganz genau. Und dann habe ich mir da
richtig übel. Oh! Einen offenen Bruch zugeführt. Damals schon gewonnen. Oh, du bist so einer von diesen Leuten, die so. Daher das Traumatisierte, okay. Das ist genau, so, du bist einer von den Leuten, die dann so sagen: Jo, ich wäre Fußballpro geworden, aber ich habe leider Bänderriss mäßig. Also, ich hatte eine krasse Karriere vor mir als Torwart. Ich war echt eine Katze. Aber ich habe mir dann komplett die Speiche zerfetzt und habe dann auch, weil es ein offener Bruch war, also der Ball, müsst ihr euch vorstellen, kam oben rechts ins Eck und ich bin dann gehechtet und mit den Handballen gegen den Pfosten gesprungen. Oh, Scheiße. Und dann ist dabei die Speiche rausgerutscht. Das ist natürlich, und ich habe auch, wie gesagt, im Arm ein richtiges Loch im Arm, wo die Speiche rausgefetzt ist. Und daher kenne ich das auch. Das kennt man so jetzt von der ganzen Challenge und so weiter. Da habe ich dann mit 13 einen Fixateur bekommen. Und ein Fixateur wurde dann quasi die Speiche so zusammengehalten, weil das so ein Dollarbruch war. 6 Wochen habe ich dann den Fixateur behalten. Das war echt Digga, ruppig, Alter. Das vor allem, das war so eine richtige Schraube mit so einer Metallstange. Und das war so, also so Gips und so weiter hatte ich auch schon, aber dieses Fixateur, dieses Ding, das war so unangenehm. Hatte von euch schon mal jemand gebrochene Beine oder so, gebrochene Arme oder irgendwas Krasses? Ja, Leistenbruch hatte ich und halt Arme. Ich hatte, ich will's nicht jinxen, aber ich hatte noch gar nichts. Ich auch nicht, zum Glück. Ich auch nicht. Gar nichts gebrochen. Krass. Ich hatte einmal einen Arbeitsunfall, wo ich mir den Knöchel richtig gequetscht habe. Im Stream? Nein. in der Ausbildung. Da habe ich mir erstmal entspannte 3 Wochen Urlaub genommen. Auf den Spiel. Also. Nächster Urlauber? Aber das war wirklich geisteskrank angeschwollen. Ich hatte 2 Brüche. Einmal letztes Jahr beim Fußball-Event von Eli am Tor. Ist mir mein Finger raufgelaufen. Da ist der Mittelfinger gebrochen. Boah, Digga. Der Mittelknochen im Finger ist gebrochen. Und ich war damals auch Torwart. Ich war actually wirklich ein guter Keeper, nicht so wie Micky mit seinen Liegenbällchen. Da ist mir mein Trainer damals im Winter auf dem. Es gibt ja beim Fußballfeld drumherum dieses Lauffeld. Hier, Carsten, lass es schmecken. Oh, weiß. Da haben wir irgendwelche Übungen gemacht und da ist mir mein Trainer mit dem Ellenbogen auf meinen Arm aufgefallen. Boah, Digga! Ja. Das war heavy shit. Aber habe ich getankt, wie ein Mann. Nicht geweint. Bruder, einfach top. Damals top Lane Garrett IRL gewesen, Junge. Einfach getankt, die Scheiße. Micky Toplin einfach. Der 13% Garen. Digga, die 1,16 Kell, die hat wirklich, die hat mir die Ehre genommen. Bam, Alter, ich werd dir so gefickt, ne? Was hast du gemacht? Du hast in der Challenge, Micky, hast du League of Legends betrunken gespielt und hast 1,16 gezockt? Nee, die waren schon durch, aber er hat wirklich so geturbo-intet, Digga. Er war so besoffen, er hat so rote Bäckchen gehabt. Ich musste zum Flughafen, ich habe auch leichte Flugangst. Ja. Und dann packe ich mir da auch ganz gerne ein Uso aus. Ja, Klassiker. Oh mein Gott, Digga. Genau gesehen. Digga. Ganz genau. In meine große Banane rein. Digga, Uwe, Alter. Nee, aber zu eben, ich habe dann danach keinen Sport mehr gemacht, bis zu dem Box-Event. Okay, krass. Okay. Ja. Also ich habe dann komplett auf Sport geschissen, weil das auch so weht hat. Krass. Hat richtig Traumata davon. Ihr Honda, das neue Kart kickt, lieber an Solution. Freunde, es war mir eine Ehre, mit euch zu zocken. Checkt die Jungs aus und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, peace.